Zuschauerinnen und Zuschauer. Hochwertige Eiweiße sind lebenswichtig. Sie kommen im Geflügel vor und im mageren Fleisch, aber auch in den Nüssen, Somen und Kernen und natürlich im Fisch. Und darum gibt es heute wieder mal ein Fischgericht. Genauer gesagt ein Frikassee mit grünen Spargeln und Rüebli. Grüezi miteinander. Hochwertige Eiweiße, wie sie zum Beispiel im Dorsch, in der Flundere oder im Saint-Pierre-Fisch vorkommen, brauchen vor allem die Kinder während dem Wachstum und natürlich die Sportler zum Aufbau der Muskulatur. Und Stichwort Muskeln führt uns gerade sofort zu unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Paul Latziger. Herzlich willkommen, Paul Latziger. Beachvolleyball ist bei uns hauptsächlich durch Sie bekannt worden. Spätestens mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Sydney. Was sind das Jahr Ihre Ziele? Ja, das sind sicher mal die Weltmeisterschaften in Klagenfurt, Österreich. Dann haben wir ein grosses Turnier in Gstaad, in der Schweiz. Und da ist sicher wie jedes Jahr eine Coop Swiss Beach Tour, wo wir auch wieder gut abschneiden. Gut. Haben Sie gerne Fisch? Ich habe sehr gerne Fisch und ich komme auch sehr oft dazu, weil unser Turnier findet immer in der Nähe vom Meer statt und ich würde das sehr gerne verzehren dort. Dann dürfen Sie den Ball jetzt im Armin zuspielen. Und zuerst haben wir aber noch die Wettbewerbsfrage für unsere Zuschauer im Studio. Welcher Meeresfisch für das heutige Rezept ist der grösste? Ist das Flunteren, Dorsch oder Saint-Pierre? Die richtige Antwort verraten wir dann nach dem Rezept mit dem Armin und dem Paul Latziger. Dorsch, Flunder oder Saint-Pierre-Filet in 3 cm grosse Stück schneiden. Salut Paul. Hallo Armin. Mit wenig Wurstensauce beträufeln und zudeckt im Kühlschrank eine halbe Stunde marinieren. Spargel rösten wir abrüsten am Ende und in Stück schneiden. Die Rüebli rösten wir rüsten und die grossen rösten wir in Stück schneiden und die kleinen rösten wir halbieren. Schalotten im Öl andünsten, Rüebli dazugeben und mit Pfeffer, Salz und Zucker würzen. Dann mit einem trockenen Sekt ablöschen und 5 Minuten schmoren. Auch die Spargel kurz mitschmoren, dann die Fischstücke auf das Gemüse legen, leicht salzen, Deckel drauf und nochmal 5 Minuten ziehen. Ein Becher Doppelrahm dazugeben, alles aufkochen und mit ganz wenig Geienpfeffer und Salz würzen. Dann anrichten, mit Kerbel und Dill bestreuen und zum Beispiel mit einem Wildreismix servieren. Auch das Rezept können Sie wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung nachlesen. Es lohnt sich. Dankeschön, Armin. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs. Am grössten ist der Dorsch. Er kann bis zu 10 kg schwer werden und heisst dann Kabeljau. Deutlich kleiner mit 3 bis 4 kg sind Saint-Pierre und mit 2 kg Flundern. Darf ich bitte ein Kärtchen ziehen, Herr Latziger? Richtig tippt und das Nachtessen im Bürgerstock hat gewonnen Frau Margarita Campos. Herzliche Gratulation. Vielen Dank allen fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders Ihnen, Paul Latziger, mit der Aufmerksamkeit unserer Blumenabteilung. Danke fürs Kommen. Neben den tiefgekühlten Fisch offeriert Ihnen Coop in vielen Metzgerei- und Retterabteilungen oder in den mobilen Verkaufseinheiten vor unseren Läden auch frische Fisch. Die meisten kommen aus dem hohen Norden, wo saubere Gewässer, schonende Fischereimethoden und schnelle Verarbeitung für Frische und Qualität garantieren. Verschiedene Gründe zum Fischessen haben wir schon gehört. Es gibt aber noch einen weiteren. Alle Frischfische sind diese Woche bei uns 20% günstiger. Das Supercard-Spiel wird diese Woche offeriert von folgenden Sponsoren: Floralp Dosenhalbrahm, Coop Corne Stracciatella, Classico Vanille Schoko, Cremissimo Tiramisu und Coop Naturaplan Himbeere. Und das ist der Superpreis: ein Seat Arosa im Wert von 13.980 Franken. Dazu gibt es 100 mal 10.000 Superpunkte für die Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. Das war es für heute. Wer sich für feine Dessert aus exotischen Früchten interessiert, sollte das Coop-Studio vom nächsten Mittwoch nicht verpassen. Wäre schön, wenn Sie dann wieder dabei wären. Weiter einen schönen Abend und auf Wiedersehen.